Wir bauen uns ja ein Tiny House auf Rädern bis 3,5 Tonnen. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir da sehr flexibel sind. Deshalb haben wir es auch so leicht gebaut. Es hat aber allerdings auch Nachteile. Und zwar haben wir ein größeres Risiko, dass zum Beispiel bei starken Winden oder Orkanen unser Haus auch kippen kann. Wie wir also A für einen sicheren Stand unseres Hauses sorgen können, als auch unser Haus vielleicht beschweren können, um es eben vor dem Umfallen zu schützen, darüber möchten wir heute sprechen. Wir sind Anja und Ilan und freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wurden ja verständlicherweise schon einige Male jetzt gefragt, wann unser Tiny House denn nun endlich wieder bei uns stehen wird. Ja, es verzögert sich leider noch ein wenig, weil unser Hersteller derzeit mit einigen Corona-Engpässen zu kämpfen hat. Und wir uns vor Ort, wir haben ja vor Ort in der Halle arbeiten dürfen, in unserem Haus. Das war wirklich sehr, sehr vorteilhaft für uns. Da hat sich dann nochmal entschieden, dass unser Hersteller ganz gerne noch eine zusätzliche mechanische Verbindung unserer Fassade vornehmen möchte. Die ja eigentlich im Moment bei uns verklebt ist, was auch schon sehr stabil ist. Aber warum, wieso, weshalb er das nicht nur bei uns, sondern auch in Zukunft so machen möchte, das erzählen wir euch dann in einem späteren Video, spätestens wenn das Haus endlich wieder da ist. Und warum wir die Fassade verklebt haben, das Video können wir euch auch gerne nochmal hier oben verlinken. Wenn ihr unsere Reise zum Tiny House auch weiterhin begleiten möchtet und auch mehr über unser Leben, unseren Lifestyle erfahren wollt, mit dem ein oder anderen veganen Rezept, dann abonniert gerne unseren Kanal und vergesst vor allem nicht, das Glöckchen zu aktivieren, denn dadurch bekommt ihr auch automatische Benachrichtigungen, wenn ein neues Video von uns veröffentlicht wird. Als unser Haus das erste Mal hier stand, haben wir uns natürlich die Position ausgesucht, die uns am besten gefällt und uns eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, ob die lange Seite jetzt in Richtung offenes Feld zeigt oder die kurze Seite. Ob das irgendein Problem darstellen würde? Ja, wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass ein 2,5 Tonnen, damals wog es noch 2,5 Tonnen, Haus umkippen könnte. Aber tatsächlich ist uns aufgefallen, als das Haus schon bei unserem Hersteller war, wie heftig die Stürme hier sind. Und wir wissen auch, woher der Wind kommt. Er kommt immer aus der gleichen Richtung. Dadurch, dass wir eben, wenn die lange Seite des Hauses 8,25 Meter mal 4 Meter Höhe gleich die Arme aufmacht, sagt Wind, komm zu mir, ist das so eine angreifbare Fläche und die Wahrscheinlichkeit, dass das Haus umkippt, ist enorm hoch, weil das Haus ja nur so schmal ist. Es ist eben nur 2,50 Meter schmal. Und das hat uns dann doch schon zu denken gegeben, als eben dieser eine besagte Orkan da im letzten Jahr auch kam. Und wir dachten, oh Mann, der Wind oder die Positionierung des Hauses war nicht optimal. Was können wir denn da alles noch tun? Und das Gute ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einmal das Haus natürlich gut zu positionieren, aber es eben auch zu beschweren oder eben vor dem Umfallen ein bisschen zu schützen. Garantieren kann man das nie. Dafür sind die Bauformen dieser Häuser einfach auch ein bisschen schwierig. Ja, einfach oder, zu schlauchig, ne? Ja, oder man stellt sie natürlich im besten Fall zwischen Gebäude oder in einen windgeschützteren Bereich. Freie Fläche ist natürlich immer das Schwierigste. Dann können natürlich auch die Bäume drauf fallen. Man hat halt eben nicht die Masse wie bei einem Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus. Natürlich ist es grundsätzlich erstmal hilfreich, den Platz, an dem das Tiny House stehen soll, vorzubereiten. Mhm. Das kann man natürlich mit Kies schütten, vor allem, dass es auch eben steht. Dadurch, dass wir hier nur temporär stehen und wir noch unser eigenes Fleckchen Erde finden möchten, haben wir den Boden nicht großartig vorbereitet und wir haben vor allem auch ein relativ großes Gefälle. Das heißt, wir mussten, als unsere Stützen ausgefahren wurden, mit Steinen die Höhe ausgleichen. Wir hatten in dem Fall, ich glaube, alte Terrassensteine meiner Eltern zur Verfügung. Und da musste ganz schön gestapelt werden. Ich glaube, da hatten wir zum Teil 6 Steine übereinander. Das führte auch dazu, dass der ein oder andere Stein oder mehrere dann auch über die Zeit gebrochen sind. Mhm. Vor allem auch beim Abbocken hat sich das Haus enorm bewegt. Die Steine sind verrutscht. Wir wussten also, wenn das Haus wiederkommt, brauchen wir irgendeine andere Lösung, gerade um auch den Höhenunterschied auszugleichen. Ja, also haben wir uns Schwerlastplatten gekauft aus Kunststoff, die sich aufbauen lassen im Lego-Verfahren quasi. Das heißt, sie münden ineinander, sodass sie sich auch nicht mehr verschieben können. Und auch Kräne und so verwenden diese Schwerlastplatten. Also wirklich, ja, also ich glaube, die können 6,5 oder 7 Tonnen können die ab, also eine Platte. Die sind auf jeden Fall sehr praktisch, weil die auch nicht so schwer sind. Ich glaube, eine Platte wiegt 3 Kilo. Also da kann ich wirklich bestimmt 4 oder 5 gleichzeitig tragen, aufeinander gestapelt. Ja, genau. Und
Bei den Steinplatten, da habe ich es gerade mal hingekriegt, einen Stein zu schleppen. Und selbst da hast du das Gefühl, dass jeden Moment der erste Hexenschuss kommt. Also das ist schon ein großer Vorteil. Also es ist schon eine große Erleichterung. Wir haben uns sogar schon darüber Gedanken gemacht, ob wir die Räder nicht einfach abnehmen, weil dadurch müssen wir das Haus nicht so aufbocken. Genau. Ja, vor allem, also wir möchten ja bei Stand auch sicherstellen, dass die Räder nicht permanent den Boden berühren, sondern solange wir wirklich entlastet sind. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn wir die Räder bei Stand abnehmen, dass unsere Hausfläche, die lange, nicht oder weniger angreifbar ist für starken Wind. Das wird es natürlich nicht vermeiden, aber vielleicht verbessern, selbst wenn man nur 5 cm niedriger sitzt. Die Situation ist also jetzt wie folgt. Bezüglich der Positionierung müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob wir die kurze Seite in Richtung offenes Feld zeigen lassen und nicht die lange Seite. Weil die lange natürlich deutlich anfälliger ist für den Wind. Und der Wind kommt wirklich immer von dem Feld. Klar, da ist kein Baum mehr im Weg, da ist kein Haus, welches uns schützt. Und daher müssen wir uns da vorbereiten, dass wir ein gutes Gefühl haben, weil ich jetzt mal ganz ehrlich, also wenn wir nochmal so einen Sturm haben wie gestern Nacht, wo ich schon wach geworden bin, weil der Wind hier so gegen unser Fenster haut, beziehungsweise den Regen hier so mit gegen das Fenster drückt, da könnte ich nicht mehr einschlafen im Tiny House. Mhm. Ich glaube, die Nacht wäre vorbei. Wir wissen noch nicht genau, ob wir das Haus wirklich so drehen können, wie wir uns das jetzt gerade in der Theorie vorstellen. Natürlich ist der Wendekreis hier auf der Rasenfläche auch nur begrenzt und wir müssen einfach mal gucken, ob wir das dann am Ende, wenn unser Hersteller das Haus wiederbringt, das Haus auch wirklich so positionieren können, wie wir uns das vorstellen oder ja, wie es dann weitergeht. Da halten wir euch aber natürlich auf dem Laufenden. Die nächste Möglichkeit der Absicherung ist, das Haus zu beschweren. Das heißt, da kommt Wasser in Frage. Also wir haben uns eigentlich so einen Wassersack ausgesucht, den man befüllen und wieder entleeren kann. Ich glaube 250 Liter fast oder 220 Liter fast der. Ist das Mobilste für uns. Und wir würden dann also die Wassersäcke, diese 220 Liter Säcke, unterhalb des Hauses mit diesen Spanngurten an unseren Anhänger befestigen und somit einfach ein festeres Fundament auch erhalten. Dass man zumindest so auf 5-6 Tonnen kommt, ne? Ja. Sandsäcke gehen natürlich auch, als auch Steinplatten. Betonklötze, die kannst du wohl bis eine Tonne bekommen. Eine weitere Möglichkeit ist die Kippsicherung. Das kann man sich ganz gut vorstellen, dass man eben, wenn das Haus der Kern ist, vielleicht der Körper einer Spinne, dass man dann über Verlängerung des Anhängers, wie also die Füße einer Spinne oder so Kragarme, das Haus einfach besser und sicherer abstellt. Das drückt also dann von oben nochmal mehr auf den Boden, stabilisiert, beschwert auch somit, wenn es jetzt zum Beispiel eine Terrasse ist, nochmal ein bisschen mehr. Und man könnte natürlich diese Arme oder Füße direkt auch mit dem Anhänger verbinden. Eigentlich wäre das für mich die Ideallösung, ehrlich gesagt. Langfristig gesehen. Wenn du damit jetzt das Haus regelmäßiger bewegen wolltest, so wie das erstmal noch unser Plan ist oder wir es zumindest als Möglichkeit noch beibehalten möchten, dann ist es jetzt nicht unsere Lebenssituation, in der das zu uns passt. Eine weitere Möglichkeit, die wir in Erwägung ziehen, ist die Zugsicherung. Man kann sich das so vorstellen wie beim Zelten, dass wir unser Zelt, also in diesem Fall unser Haus, im Boden verankern. Entweder oben oder unten unter dem Haus. Und das war eben auch unser Problem. Natürlich hätten wir am liebsten, weil es uns auch am sichersten oder am effektivsten erscheint, an den oberen Ecken des Hauses entsprechend Seile mit dem Boden verankert. Mhm. Aber wir haben dort keine Ösen. Und A wäre der Aufwand, glaube ich, relativ groß. Man müsste nochmal genau die Lasten berechnen lassen. Das also vielleicht nochmal eher ein Thema für die Zukunft. Es gibt diverse Erdschrauben verschiedener Größen. Wir haben da jetzt auch noch nicht das Passende gefunden. Beispielsweise gibt es ja diese enorm großen Schrauben, wo man einen Kran braucht, um die überhaupt in die Erde zu kriegen. Mhm. Das ist natürlich für ein mobiles Haus, also Quatsch. Aber es gibt auch kleinere, wie bei Gartenhäusern, die vielleicht schon eher in Frage kommen würden. Aber auch da muss man natürlich gucken, für welche Lasten sind sie ausgelegt. Vielleicht wird es bei uns ja auch eine Kombination aus einer Erdschraube und einer Beschwerung unter dem Anhänger. Das wird sich dann noch herausstellen. So viel also zu den Maßnahmen und die Möglichkeiten, bei einem starken Sturm unser Tiny House zu sichern. Wenn ihr noch weitere Anreize habt oder andere Ideen, dann schreibt diese doch gerne unten in die Kommentare. Wir sind zumindest schon mal froh, dass wir unser Haus versichern konnten bei der Vivema. Wir packen euch den Link unten nochmal in die Infobox. Genau, für uns ist das Tiny House definitiv auch eine große Investition, unsere größte zumindest bisher.
Und gerade weil das Tiny House den Naturgewalten einfach stärker ausgesetzt ist oder auch durch die Mobilität, war es uns total wichtig, da irgendeine Absicherung zu schaffen. Und das Coole ist bei der WWMA, dass sie zumindest auch ein Tiny House kennen, damit Erfahrung haben und das als solches auch versichern können. Also wer da von euch Interesse hat, schaut gerne mal rein. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Tschüss.